Was braucht man für eine gute Federmontage? Natürlich Schnur, wo man das Ganze draufzieht. Eine Schere, um die Schnur passend zu kürzen. Einen Futterkorb, dass der Futterkorb nicht auf den Wirbel mit dem Haken rutscht. Haben wir Perlen oder ein kleines Blei. Dann halt einen Wirbel, um den Futterkorb an der Schnur zu befestigen. Und einen Wirbel, um den Haken, in meinem Fall ein Sechser, das kann man aber auch selbst beliebig auswählen, an der Schnur zu befestigen. Wir fangen als erstes damit an, den Wirbel für den Futterkorb auf die Schnur zu ziehen. So, dann haken wir den Futterkorb ein. Den Wirbel so. Als nächstes kommt eine Perle drauf, dass der Futterkorb nicht mehr auf die Schnur rutschen kann. Kann man sich am besten eine möglichst unauffällige nehmen. Ich habe jetzt hier nur eine gelbe. So. Dass es nicht mehr auf den Wirbel rutscht, den wir jetzt draufziehen. Komm, ja. Jetzt ein einfacher Clinchknoten mit 8 Umdrehungen. 1, 2, 8. Jetzt unten durch die Öse. Und oben durch. Anfeuchten und stramm ziehen. Und mit den Fingernägeln an den Wirbel ranziehen. Also einfacher Clinchknoten mit 8 Umdrehungen, den wir in einem anderen Video auch schon erklärt haben. Dieser wird jetzt hier eingeblendet. Oder dieses Video wird jetzt hier eingeblendet. Jetzt kann nämlich der Futterkorb der Perle vorne nicht mehr auf den Knoten rutschen. Also die Perle läuft als erstes auf den Knoten. Dadurch kann der Futterkorb den Knoten nicht mehr beschädigen. Und anstatt die Perle könnte man halt auch die Bleie nehmen. Als letztes soll noch der Wirbel geöffnet werden, Haken genommen werden. So. Und eingehakt werden. Das war's auch schon, das ist schon fertig. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben jetzt hier als erstes den Futterkorb, den Wirbel. Den Futterkorb müsste man dann noch mit Kornfutter füllen, wozu wir auch ein Video gemacht haben. Eine Perle, die den Knoten schützt. Ein zweiter Wirbel, der sich dann mit dem Haken verbindet. An den Haken könnte man dann noch maden, wie man sowas dran machen, was dann perfekt für Brassen, Rotaugen oder ähnlicher Weißfisch sein würde. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal.